Das ist Steffen. Steffen rutscht oft auf seinen Knien herum. So schafft er Augenhöhe. Steffen ist nämlich Erzieher. Er arbeitet in unserer Kita. Und dort in der Krippe. Steffen wechselt 42 Windeln am Tag. Oft muss er sich dabei die Nase zuhalten. Viel lieber liest er den Kindern vor oder schwingt den Spielzeughammer. Steffen klettert, rennt, tröstet, singt und macht viel Quatsch. So ein Tag kann ganz schön laut sein. Neulich hat er sich als Müllmann verkleidet und den Kindern gezeigt, wo die Stinkewindeln entsorgt werden. Nicht nur die Kinder freuen sich, wenn Steffen da ist. Auch die Eltern schätzen seine Arbeit. Dafür hat er auch schon mal eine Tasse geschenkt bekommen. Nach der Arbeit fährt Steffen mit seinem Jobrad nach Hause. Er macht 1000 Kilometer im Jahr. Ein Auto braucht er nicht. Steffen lacht und sagt, das ist ein Job mit viel Humor.